Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Jo. Kurz was trinken. So. Endlich dürfen wir weiterspielen. Ich wollte gerne weiterspielen, das Problem war einfach nur... Die... Ja, sorry, ich habe einen Aussetzer gerade. Wo muss ich denn eigentlich als nächstes hin? Gut, den mal... Was? Achso. Na gut. Den machen wir als erstes. Oder als nächstes, besser gesagt. Ja. Ich wollte ganz gerne streamen. Problem war einfach nur... Keine Zeit. Ja. War am Arbeiten gewesen und... Ja, leider... war ich die Nachtschicht komplett alleine gewesen. Ja. Hatte aber Aufgaben... von drei Schichten und ja. Die haben mich komplett zerstört. Wirklich, ich hab, war einfach viel zu tun. Leider, aber... musste alles erledigt werden. Alles. Leider. Und... Tja. Deswegen kam ich leider nicht dazu, zu zocken. Ja, meine Freunde sind alle schon längst durch, haben mich teilweise auch schon voll gespoilert. Ja. Katastrophal. Ja, mit Videos bearbeiten kam ich jetzt auch nicht so wirklich klar. Ich meine, ich habe hier super viel gestreamt. Ich habe super viele Parts auch schon bereitgestellt, alles. Nur kam ich leider null dazu, ja, diese hochzuladen. Tut mir leid, Leute. Ich versuche immer mein Bestes zu geben, aber manchmal klappt es einfach nicht. So. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Ah, ein Pummeluft nur. Ja. Naja, holen wir uns trotzdem. Oh, haben wir Nachtnebel. Oh, okay, hat nicht viel gezogen. Das ist schön. Dass das Pokémon gesangen kann. Schade. Nee, wie gesagt, das... Warum kann das Aquawelle? Really? Scheiße. Man kennt's. Drei Runden schlafen. Meine Güte. Ich hab so ein Pech bei sowas. Bei Paralyse, bei Schlafen, eigentlich alles. Ja, das ist echt zum Kotzen, sag ich ganz ehrlich. Nee. Ich wollte gerne weiter zocken, definitiv, ey. Aber, ja, ging nicht. Keine Chance. Leider. Hat mich natürlich am meisten, hat mich sogar am meisten geärgert. Glaubt mal. Glaubt mal, das ist richtig übel. Wenn ihr zocken wollt, aber nicht zocken könnt. So, Pummeluff habe ich schon. Aber ist ja egal. Oh. Hätte ich nicht gesehen. Micro. Das ist echt scheiße. Dass meine Attacken einfach nicht stark genug sind. So.
Ne, also, immer soll ich sagen, also das Spiel an sich ist mega geil. Ich feiere das, dass man hier einfach so viel erkunden kann. Sowas mag ich am liebsten. Viel erkunden, viel sammeln. Ich liebe es, Sachen zu sammeln. Oh, ein Spoink. Habe ich dich schon überhaupt? Jo, hab ich schon, schade. Wusste ich nicht. Wow. Wie kann bitte schon eine sehr effektive Attacke nicht besiegen? Das ist ja blöd, ey. Ja. Oh, ein Nestball. Den habe ich noch nicht. Okay. Ja gut, hier. Hier war ich schon mal. Wie komme ich da hoch? Indem ich das so mache. Schön. Okay, das habe ich schon. Oh. Schön. Ne, wie gesagt, das Spiel haben wahrscheinlich schon sehr viele durch und so weiter. Ja, dann ist halt so. Wie gesagt, wir werden jetzt Purpur, wenn ich es irgendwann mal durchhaben werde, was noch sehr lange dauern wird. Na. Geht daneben natürlich. Ich wusste das schon vorher, bevor ich es gedrückt habe, dass es daneben geht. Man kennt es einfach. Nee, sobald wir das durchhaben, werden wir wieder zurück zu den anderen Projekten gehen, die ich zocke. Weil, ja, die PS2 Games müssen halt alle durchgespielt werden. Oder halt die meisten davon. Oh, ein Schluckbock ist da. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon habe. Achso, das dreht übrigens automatisch, weil mein Controller im Arsch ist. Eventuell habe ich jetzt im nächsten Monat endlich den richtigen Controller. Weil so habe ich ja einen kabelgebundenen Controller für die Switch. Also ich spiele nicht mit den Joy-Cons. Ja, mit den Joy-Cons spiele ich nur, wenn ich zum Beispiel wieder Three House Warriors weiterzocken werde. Was ich auch übrigens noch durchspielen muss. Was ich auch noch nicht durchhabe, ey. Meine Fresse. Naja. Ich hab's nicht vergessen. Liegt bei mir hier neben mir. Und ich will's auch weiter zocken, aber einfach keine Zeit. Einfach keine Zeit, ey. Naja gut, aber jetzt spielen wir Pokémon. Pokémon wird lange dauern. Immer sehr, sehr lange sogar. Was an sich natürlich nicht schlecht ist, ganz ehrlich, ey. Man freut sich da auf dieses Game und dann ist es halt auch echt lang. Und mich macht das eigentlich immer. Ne, man hat was für sein Geld, finde ich. Ne, also so sehe ich das einfach. So, hier habe ich alles aufgesammelt. Das heißt, ich kann jetzt einfach zum Pokémon Center gehen. Natürlich haben wir Spaß beim Kämpfen. Wir haben immer Spaß beim Kämpfen. Naja. Ja. Ja, ich glaube nur die Audio ist jetzt nicht so der Burner. Das liegt jetzt auch an der Mikro.
Na, okay. 6 Stück muss ich besiegen. Was denn? Achso, ja, der ist hier in der Nähe. Ja, den werden wir auch als erstes angehen. Das wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht. Pokémaniac. Okay. Und verändern sie aber auch wirklich jedes, in jede Edition wieder. Larvita. So. Aber an sich finde ich das eigentlich ganz cool, dass hier Pokémon Center da so in der Ecke, also halt so sind. Ich meine auch, dass man die super sieht, finde ich gut. Das ist echt cool gemacht. So, dann haben wir hier den nächsten Trainer. Oh, Level 17 ist ja. Okay. Ich meine, mir persönlich ist es egal. So, dann Nachtnebel. Ach ja. Steht aber immer noch nicht drauf, dass es wirkungslos ist. Sollte eigentlich. Mehr Häkel, ne?
Echt jetzt Überreste? Ach Mist. Nee, von dir wollte ich nicht, sorry. Da mehr Plex, glaube ich, habe ich schon. Ich mehr Häkel eigentlich schon. Guck grad mal nach. Jo, hab ich schon. Krass, Level 19 ist er. Okay, das Pokémon kenne ich gar nicht, Primova. Ja, wenn ich eine TM sehe, springe ich runter, ey. Sofort. Ja, wichtig halt, ne? Oh. Oha, da hinten ist noch ein Vulcano. Kliepe. Ist, glaube ich, ein Wasser-Pokémon, ne? Ja, wobei, muss nicht immer sein. Na, schade. Danke, Knabbon. Na komm, manche Linke. Machen wir mal bis. Okay. Interessant. Angriff, Spezialangriff und und Initiative geht hoch. Ach du Scheiße. Und alles andere und Verteidigung und Spezialverteidigung geht runter. Das ist natürlich eine geile Fähigkeit.
So, Klippe wurde gefangen. Ein cooles Pokémon. Steile Klippen sind sein Zuhause. Es bewegt sich seitwärts, um Attacken auszuweichen und greift gegnerische Schwachstellen mit den Scheren an. Gesteins-Pokémon. Finde ich cool, das Pokémon. Aber hat keine Weiterentwicklung mehr. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. So, warte mal, da vorne ist ein Vulcano. Hi. Doppelkick. Nein, echt so wenig? Scheiße. Das ist natürlich sehr effektiv. Wow. Ich merke schon, mein Team ist irgendwie nicht stark. Oder nicht zu, nicht allzu stark. Ah, Sproxy geht mal nach vorne. Es ist sehr freundlich und treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Feinde zu verscheuchen. Ziemlich cool. So. Fußkühl. Dampfwalze. Rums, die Dampfwalze. Das Pokémon Stadium 1. Ach man, die Sprüche von dem waren einfach unnormal geil. Von dem Sprecher. Ich bin am Überlegen, auch Pokémon Stadium 1 und 2 zu spielen. Zu Let's Playen. Also den ersten Teil habe ich schon durch. Nur funktioniert mein Modul nicht mehr. Was sehr ärgerlich ist. Na, das heißt, da muss ich dann auch nochmal selber alles trainieren auf den Editionen nochmal. Mein ja, an sich ist es nicht, wäre das nicht so ein Problem. Kommt man da denn hoch? Wahrscheinlich durch Fliegen oder so weiter, würde ich jetzt mal schätzen. Ein Dummiesel? Ja, hi! Ein Dummiesel, das ist ja nice. Mit Gift anscheinend. Mega geil. Allgemein Dummiesel ist voll cool.
Wird es entdeckt, gräbt es sich mit seinem Schwanz ins Erdreich, um zu fliehen. Setzt es seine Flügel ein, kann es ein bisschen schweben. Aber nur ein bisschen. Charme, okay. Will doch gar nichts von euch Pokémon. Oh. Kopfnuss, ja, na klar. Wachstums geht weg. Das Mehikel wegrennen. Aber die Wand ist dazwischen. Terra-Stück Gestein. Okay. So, ich kann jetzt wieder hoch. Okay. Diktor. Müsste so bin ich aufgepasst. Ach scheiße, Luxio war noch. Einen Beleber. Eissturm. Ach, wir sind schon in der neuen Stadt, ne? Da ist einfach das Papageien-Pokémon, was ich die ganze Zeit suche. Really? Kravaloro. Junge, das Pokémon ist so cool. Ich will das haben. Hat sich das irgendwie entwickeln? Ich muss gerade mal gucken. Weil das Pokémon ist sowas von wäre dann sowas von safe in meinem Team. So, warte mal. Kravaloro. Pokémon. Ah, oh, schade. Ich finde das Pokémon voll süß, deswegen. Schade, es entwickelt sich nicht.
Ich finde das lustig, dass die Pokémon einfach zugucken. Und dann diesen Sound. Oh Junge, ist das süß. Ah, ist das ärgerlich! Das ist nicht blau gefiedert. Ach ja, ich sehe, hab's gesehen, man kann es in verschiedenen Formen fangen. Schwärme mit blauem Gefieder betrachten ihre Artgenossen mit grünen Gefiedern als Rivalen. Da diese den größten Einfluss haben. Ach Junge. Junge, das Pokémon ist so süß. Schade, dass es keine Entwicklung hat. Ach man, ich hätte sowas von. Ne. Ich hätte es sowas von gefangen. Na, ich habe das andere Kurio. Ich meine, gelbes müsste ich haben. Glaube ich jedenfalls. Egal, da vorne ist ein Pokémon Center. Und ein Supermarkt, da kann ich wieder neue Bälle holen. Was sind da hinten für Pokémon?